Servus, grüße euch, alle meine Abonnenten und natürlich die, wo so mein Filmchen halt einfach mal vorbeischauen. Heute geht es um die Drehscheibe von Fleischmann. Mal schauen, wie die von der Qualität her ist, da ja zuletzt Märklin die Zigglerscheiben rausgebracht hat und die ja doch einige Probleme macht. Ich weiß ja nicht, inwiefern ihr H0 schaut. Ich schaue es an, weil ich habe ja 30 Jahre H0 gebaut. Und jetzt schauen wir halt mal, was die so macht. Was mir so auffällt ist, bei den YouTubern da in H0, die haben halt seinen Umgangston. Das ist ja unter aller Sau. Also sowas gibt es bei uns Endbahnen, habe ich noch nie gesehen oder gelesen. Wir sind da etwas freundlicher, glaube ich. Ja. Der Einbau war relativ einfach, Loch geschnitten, reingehockt, fertig. Anschließend war kein Problem. Das einzige Problem, was es gegeben hat, die Bühne war etwas niedriger von Gleisniveau her als die Abfahrten. So, ja, was machen wir jetzt? Wieder zum Händler zurück, Ausbauer, zum Händler zurück. Habe ich keine Lust gehabt. Dann habe ich halt selber probiert, was wir machen können. Ganz einfache Lösung, wenn die kleinen China-Sticklieder ausbaust, packst du einfach bloß da unten an den zwei Kanten so 3-4 Zehntel waren es bei mir abfahren, wieder reinstecken und dann passt es eigentlich. Wenn du mal zu viel weggefallen hast, ist auch nicht so schlimm. Dann klebst du einfach ein Spaltband mit einem Zehntel oder irgendwas drin und dann passt es. Das ist ein bisschen eine Fummelei, aber mir kriegt es schon hin. Bei mir klappt es inzwischen gut. Steuern durch das Ganze mit dem, wie heißt das Ding, Turn Control von Fleischmann. Ist auch ganz einfach zu programmieren. Also ich bin sehr zufrieden damit bisher. Total easy. Da drüben steht das gute Stück leider. Ich weiß jetzt nicht, ob man es sieht. Ich zeige es euch ja dann später. Ist ja kein Thema. Ja, das wäre so ziemlich das heutige Thema. Mehr gibt es nicht Neues. Vielleicht noch ein kleines Fahrvideo, habe ich mal mit der Action Cam probiert. Könnt ihr mal schreiben, ob das was Gescheites ist oder nicht. Ist die Qualität nicht ganz so gut. Hänge ich später noch irgendwas dran. Also dann, viel Spaß beim Anschauen. Und ja, also dann, Servus. Da seht ihr das Turn Control. Das ist ganz einfach, da musst du nur da vorwählen. Und dann fährt sie oben. Mir war noch wichtig, weil normalerweise ist er bei der Drehscheibe so, wenn sie sich dreht, ist sie stromlos. Aber durch das Turn Control kann man schalten, dass auch in der Drehbewegung unter Strom ist. Das hat mir also recht gut gefallen. Thank you.
Ich habe mir da eine kleine Zentrale gebaut, wo in der Nähe von der Drehscheibe ist, weil von den anderen Tablets aus ist es doch recht weit weg und dann sieht man es ganz schlecht und das ganze Spielchen steuere ich also von da vorne. Das ist nicht weit weg, da kann man dann schön im Prinzip spielen. Kommt dann ein sechsständiger Lokschuppen hin, auch von Fleischmann, den muss ich aber erst noch zusammenbauen. Ein paar Gleise fehlen noch und alles andere natürlich auch, es hat alles noch Rohbau. Keine Ahnung, wer von euch die Videos von Michael Schulz da, der H0-Bahner, schon gesehen hat oder auch nicht. Das ist ja sozusagen unser Querdenker in der heutigen Sprache zu reden von der Modellbahn. Der hat ja ziemlich massive Probleme mit der Drehscheibe gehabt, oder mit zwei Stück sogar. Und mein Fazit, Drehscheibe Märklin, Drehscheibe Fleischmann, ich habe natürlich nur die Ahne und kann nur von den Videos beurteilen, dass man so im Netz sieht. Ja, ist ziemlich unentschieden von der Qualität her. Vielleicht einen leichten Vorteil für Fleischmann, weil im Prinzip hat alles funktioniert, bis auf die Höhe von den Abfahrtsgleise, aber okay, das war mal eine Stunde Arbeit, ein bisschen was wegfahren. Jetzt läuft es tadellos. Also vor allem das Dörn-Control da, also das ist echt klasse. Und ja, also ich bin zufrieden damit. Jetzt müssen wir es halt nur noch ausgestalten, die ganze Geschichte, Lokschuppen zusammenbauen und. Ja, das wird sicher noch ein bisschen dauern. Ist ja keine Hektik.